Hallo und herzlich willkommen beim Harburger Lokschuppen. Ja, liebe Märklin-Freunde, es weihnachtet nicht nur allgemein, sondern bei Märklin eben auch. Wie schon letztes Jahr hat Märklin die Dampflok, Weihnachtsdampflok, nochmal neu aufgelegt. Den Sound allerdings hat man etwas wohl verändert oder nie dazu gemacht. Er wird jetzt geführt, der Artikel, unter der Nummer 37899. Ich möchte euch im Einzelnen das Modell nochmal vorführen. Es gibt ja bereits schon ein Video vom letzten Jahr von uns. Aber wie gesagt, wenn hier was verändert worden ist, dann zeigen wir es euch auch. Wir fangen mal der Reihe nach an. Und zwar haben wir 14 Tasten, die wir nutzen können. Wir haben unter F0 das Spitzensignal, was wir schon eingeschaltet haben. Unter F1 den Rauchgenerator, der ist im Zubehör zusätzlich zu bestellen. Betriebsgeräusch F2 kommen wir gleich zu. Dann haben wir F3 die Pfeife. Da fangen wir einfach mal mit an. Dann unter F4 die Anfahr- und Bremsverzögerung aus. Dann haben wir das Geräusch Bremsenquietschen unter F5. Dann unter F6 die Druckluft. Unter F7 haben wir den Rangierpfiff. Unter F8 haben wir Dampf ablassen. Unter F9 haben wir die Glocke. Unter F10 Kohle schaufeln. Unter F11 den Injektor. So, und dann haben wir unter der F12 die Weihnachtsbaumbeleuchtung. Das sieht eigentlich sehr schick aus. So, unter F13 haben wir dann die Weihnachtsmusik. Einmal O Tannenbaum. Also das dauert jetzt etwas länger. Unter F14 haben wir dann nochmal Jingle Bells. So, dann machen wir unter F2 mal das Betriebsgeräusch an. Und wollen die Lok natürlich auch fahren sehen. Unser Weihnachtszug setzt sich also in Bewegung. So, das Ganze nochmal zurück und jetzt mit Musik, wie sich das dann während der Fahrt anhört.
Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen. Ich sage nur bis zum nächsten Mal, euer Harburger Lokschuppen.